Leute, willkommen bei den Sibuchins. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute wieder zu zweit vor der Kamera und im Hintergrund ein Auto, was es alles auf sich hat. Ich kläre es kurz auf. Diejenigen, die vielleicht neu auf unserem Kanal sind, es ist jetzt nicht ein typisches Autobewertungsvideo oder sonst was, sondern wir haben uns ein E-Auto zugelegt und haben das bei Insta auch schon gepostet gehabt. Es kamen ganz viele Fragen durch die Community. Wieso überhaupt ein E-Auto? Welches das ist? Was braucht man dafür? Hat man dadurch irgendwelche Vorteile, Nachteile? Genau, auch als Familie kann man das Familie nutzen und so weiter, und da wollen wir auf diese Fragen eingehen. Und wie gesagt, nicht so typisches Testvideo, wie ist der Blinker zu bedienen, das und das und das, sondern wirklich so allgemein gehalten. Also wenn euch diese Fragen interessieren, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es geht los. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. So, dann fangen wir direkt mit den Fragen an. Die erste Frage und ganz häufig gestellte, wieso überhaupt ein E-Auto? Ja, für mich war das irgendwie ganz klar, weil ich mich sehr, sehr viel mit Technik beschäftige, technikbegeistert und habe ja auch in der Firma viel zu tun mit Smart Home. Genau, also diejenigen, die es vielleicht nicht wissen oder nicht kennen, Anton hat ja einen eigenen Kanal, Sibuplan, gerne auch mal da vorbeischauen und abonnieren. Da dreht sich alles um Technik, um Elektrotechnik, Smart Home, also deswegen ist Elektroauto auch schon von Anfang an irgendwie schon immer ein Thema bei uns auch gewesen. Genau, genau. Wir haben halt nur auf das Passende gewartet. Und ja, egal was man von einem Elektroauto hält, Batterie gut oder nicht gut, das sollen jetzt nicht das Thema sein. Genau. Aber dieses Antriebskonzept ist halt für mich überzeugend. Genau, und auf jeden Fall auch dadurch, dass du ja sowieso in dieser Thematik auch arbeitest, ja, und auch deine Kunden irgendwo da auch berätst, willst du natürlich auch auf dem Fortschritt auch sein, genau, da auch immer aktuell auch sein. Ich muss halt auf den Stand sein und ja, damit ich weiß, wovon ich rede oder beziehungsweise den Kunden auch das weitergeben kann. Genau, und dann war natürlich auch der finanzielle Aspekt, und da komme ich auch schon zu der nächsten Frage oder zu die Frage, die eigentlich ganz oft gestellt worden ist, was da für steuerliche Vorteile gibt es oder wird da aktuell was gefördert, was habe ich für einen Mehrwert davon? Ja, also vom Kaufpreis wird auf jeden Fall schon mal von der KfW bis zu 6.000 Euro gefördert, wenn es reines Elektroauto ist. Hybridfahrzeuge werden auch gefördert, aber wir haben ja ein reines, und zurzeit werden halt 6.000 Euro vom Kaufpreis abgezogen oder zurücküberwiesen dann. Und dann gibt es halt für die Wallbox, also diese Ladestation, die dafür notwendig ist, gibt es auch 900 Euro, die man dafür fördern kann. Und wenn man das Ganze als Firmenfahrzeug nutzt, so wie wir das Ganze nutzen, hat man auch einen Vorteil in dem Sinne, wenn man es privat nutzt, muss man statt 1% beim Diesel 0,25% beim Elektroauto bezahlen. Und das ist echt ein mega großer Unterschied, weil diese 1% werden immer von der von dem Neupreis genommen, also Listenpreis. Also nicht, genau. Listenpreis, genau. Genau. Also diejenigen, die es vielleicht nicht kennen oder nicht wissen, wenn man jetzt ein Firmenfahrzeug nutzt, dann muss man quasi diese 1% entsprechend versteuern von diesem Listenpreis, und hier würden das quasi auf die 0,25% sich runterbrechen. Genau, weil das ist wirklich vom Listenpreis und nicht für das, was man gekauft hat. Genau, und was noch dazu kommt, die Kfz-Steuer, die entfällt auch für die nächsten 10 Jahre, die müssen wir nicht mehr zahlen. Genau. Da sind wir jetzt komplett frei, so gesehen, von. Ich glaube aber, der Hersteller fördert auch ein bisschen was, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Und dann kommen wir auch schon zu dem Hersteller. Wieso? Skoda! Skoda, übrigens, ich habe auch sogar gegoogelt, Skoda oder Skoda. Ich habe eine Umfrage bei Insta gemacht, wer mir da noch nicht folgt oder uns beiden, die Sibuchins, gerne da mal vorbeischauen. Tatsächlich haben 80% abgestimmt, die immer Skoda sagen. Richtig aber ist es Skoda aus dem Tschechischen, also richtig Skoda ausgesprochen. So, das ist schon mal, damit ihr nicht schreibt hier, ich würde falsch aussprechen. Also es wird Skoda ausgesprochen. Genau, ja, warum?
Im Prinzip waren wir auf der Suche nach Elektroauto, was bezahlbar ist, was familientauglich ist. Ja. Und da war halt die Auswahl überhaupt nicht. Also ich glaube, da gab es nicht viel. Ne? Muss man auch dazu sagen, dass das jetzt auch noch vor einem Jahr war. Ne? Also als wir uns mit dem Thema befasst haben oder angefangen haben zu befassen, da kamen so die ersten größeren Autos. Genau. Also dass es familientauglich ist, dass es bezahlbar ist und solche Punkte, die wir für uns wichtig sind. Da haben wir halt uns auf die Suche gemacht und da kam eigentlich nur der Enyaq in Frage. Wir haben einfach mal ein Foto gesehen. Optisch war der mega gut. Ne? Ja. SUV war auch erfüllt, ein Traum von dir. Ja. Genau. Und ja, räumlich hat gepasst und im Prinzip haben wir den so bestellt, ohne noch nicht mal einziges Mal gesehen und wir haben den nicht Probe gefahren. Wir haben überhaupt kein Elektroauto vorher Probe gefahren. Genau. Und haben einfach blind bestellt. Genau. Einfach alles konfiguriert und ja, so einen Auftrag gegeben und sind super happy damit. Also wirklich. Ja, happy. Genau, und die Konfigurationsdaten verlinken wir euch, da könnt ihr euch ansehen, wie das Auto konfiguriert ist. Weil da jetzt auch die Frage kam, wie ist der Preis, ob das Auto gekauft oder geleased ist und diese ganzen Thematiken. Das Auto ist hier geleased, deswegen können wir jetzt auch nicht so die genauen Leasinggebühren natürlich euch mitteilen, weil es ja bei jedem Unternehmen ja anders ist, weil es ja bei uns ein Firmenfahrzeug ist. Aber die Konfiguration. Die Konfiguration können wir hochladen. Ich glaube, da war irgendwie 53.000 oder 55.000 Euro, also der fängt sogar listenpreismäßig bei IW60, ich glaube bei 33 sogar an. Das hat uns halt auch da schon überzeugt, dass der Preis halt mit normalem Auto verglichen werden kann. Wenn man jetzt so einen Tiguan oder sowas im Dieselbereich konfiguriert, der liegt preislich dann genauso. Ja, hier war auch noch nämlich eine Frage, ich sehe immer nur Monsterpreise in der Werbung, wie ist das wirklich mit den Preisen? Genau das finden wir sehr fair. Und ihr dürft nicht vergessen, es gibt ja noch die Förderung, die werden ja auch noch abgezogen. Und jetzt, wo wir schon bei der Frage bei dem Skoda sind, also wieso Skoda und preislich, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis konnte es euch überzeugen, beziehungsweise wie ist die Verarbeitung, auch innen drin, außen, wie gefällt es euch, das wurde hier auch gestellt. Also ich finde es mega gut, also wirklich alle Details sind super gemacht, auch die Bedienung von dem Touch-Display, der in der Mitte sich befindet. Wir machen mal so eine Nahaufnahme gleich. Und ich unterbreche dich mal ganz kurz. Das Video ist in keiner Kooperation entstanden und ist alles selbst bezahlt. Also das mal ganz kurz dahingesagt. Das wurde nämlich übrigens auch gefragt, ob das eine Kooperation ist und eine Zusammenarbeit mit Skoda oder weiß ich was. Nein, das ist einfach jetzt gerade unser Empfinden Erfahrung, ja. Und unsere persönliche Erfahrung, die wir weiterhin ja mit euch teilen werden. So, und jetzt genau. Die Verarbeitung. Ja, also wie gesagt, der Touchscreen funktioniert super. Head-Up-Display, den wir mitbestellt haben, der ist wirklich mega gut. Werden verschiedene Sachen angezeigt. Also so stelle ich mir eigentlich ein zukunftsfähiges Auto vor. Da werden Sachen wirklich sehr, sehr cool angezeigt. Die Assistenten zum Beispiel. Assistenten. Ne? Also man fährt und man sieht direkt in dem Bildschirm quasi, oder nicht in dem Bildschirm, sondern auf der Scheibe ja direkt die Geschwindigkeit und auch die Geschwindigkeit, die zulässig ist. Dann, wenn man zum Beispiel über die Spur kommt, ne, dann wird das auch direkt einem angezeigt, dass man quasi ein bisschen über die Spur ist oder das Lenkrad vibriert dann in einem so gesehen. Ne? Also genau. Ja, ganz viele Details. Das sind so normale Assistenten, aber es gibt halt im Head-Up-Display, wenn du jetzt Navigation anhast und zu einer Kurve fährst, dann wird zum Beispiel der Pfeil immer größer. Ja, also solche Kleinigkeiten, die kann man einfach nicht weitergeben. Ne? Also ist sehr schwierig weiterzugeben. Daher ist die Teile sind wirklich gut und vor allen Dingen durchdacht. Ne? Also im Prinzip hat man ja immer so von Skoda gehört, dass die eher so in Richtung Familie entwickeln und sowas. Und das bestätigt sich hier auf jeden Fall. Ja. Platz ist genug, die Teile sind da, sogar ein Regenschirm ist da, ein Eiskratzer ist irgendwo mit integriert, Schlafkissen ist dabei. Genau, aber wir haben auch, also diese ganzen Details, die haben mich auf jeden Fall mit überzeugt. Wir haben aber auch so ein Familienpaket quasi genommen, dass wir diese Kleinigkeiten, also wir haben hinten auch so für die Kinder so aufklappbare Tische und so Sonnenschutz, also so Rollos. Die Kinder, die sind da total hellauf begeistert. Die würden am liebsten jetzt jeden Tag im Auto sitzen und diese Tische hoch und runter machen. Nee, aber wirklich für Familien auch sehr geräumig, also hinten ist sehr, sehr viel Platz. Vorne auch. Für die Beine auch vorne und auch generell so die Verarbeitung sehr, sehr edel, sehr schick. Und wir hatten jetzt vorher noch nie einen Skoda gefahren. Ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, jetzt doch nie so jetzt von der Marke, also viel jetzt immer mitbekommen. Deswegen, wir sind sehr positiv angetan, muss ich sagen. Ja. So, dann kommen wir zu der Frage Wallbox. Was ist eine Wallbox? Muss ich eine haben? Gibt es verschiedene Hersteller? Was ist das überhaupt?
Ja, das ist im Prinzip eine Ladestation oder so eine Zwischenladestation, was das Auto lädt. Da gibt es verschiedene Varianten, also einmal die 11 kW-Variante, die wird dann auch gefördert. Dann gibt es die 22 kW-Variante, die dann ein bisschen schneller lädt. Die würde ich jetzt ja, nicht persönlich nicht empfehlen, weil da verschiedene Sachen am Zählerschrank auch gemacht werden müssen. Die kann abgeschaltet werden und so weiter. Die 11 kW reicht in der Regel völlig aus. Dann gibt es halt die Schnellladestationen, die ja dann draußen unterwegs sind, aber dazu kommen wir noch gleich. Das sind halt diese Unterschiede. Es gibt natürlich auch Wallboxen, die dann in Smart Home das integriert werden können über das KNX-System. Genau, das sind halt, da muss man halt aufpassen, was man genau nimmt. Genau, und dazu kam auch schon von ein paar Leuten auch schon Frage, die auch Anton bereits folgen. Wird Anton das auf seinem Kanal alles zeigen? Wie kann man das Smart Home einbinden und? Ich denke mal, da wird Anton ein separates technisches Video dann zu machen. Genau, also wir wollen ja ein ganzes System entwickeln. Das heißt, wir wollen eine Photovoltaikanlage aufs Dach bringen. Wir wollen einen Batteriespeicher uns einbauen. Und dann wird auch eine Wallbox installiert, die dann auch das mit dem ganzen System komplett kommuniziert. Zurzeit haben wir eine von Heidelberg, Control Energy. Mal sehen, ob die das noch wird, also die jetzt fest ist, oder ob wir dann ein ganzes System, genau, oder ob wir ein ganzheitliches System nehmen, was dann ineinander greift. Da sind wir noch am Ausarbeiten. Genau, wenn das dann alles soweit ist, wir werden euch natürlich da mitnehmen. Dann sind wir unabhängig. Genau. Genau, jedenfalls was den Strom angeht. So, naja, nicht ganz, wir sind ja dann abhängig von der Sonne. Ja. So, dann generell das Thema Laden, wenn wir jetzt schon zu dieses Thema angegriffen haben. Wie lange dauert es zu laden? Wo kann man das laden? Gibt es verschiedene Ladeversionen, Ladestecker und? Also das wurde hier auch ganz oft gefragt. Ja, das habe ich ja eben schon gemeint. Also es gibt zwei verschiedene Boxen mit 11 kW und 22 kW. Der Stecker ist im Prinzip immer gleich, außer man fährt jetzt an die Tankstelle oder irgendwo an der Raststätte, genau. Und da hat man halt eine Schnellladestation, die lädt bis zu 125 kW. Bei diesem Auto muss man das aber separat bestellen. Und genau, das lädt dann innerhalb von einer halben Stunde bis zu 80% und dann geht es halt ein bisschen langsamer, genau. Ja. So. Also da, diese Schnellladestationen, die gibt es aber nur an den Raststätten. Also die kann man nicht für Privathaushalt Nee, das wäre... Schade, leider nicht. Und wie lange es lädt, wenn es einmal komplett runtergefahren ist? Wir haben ja auch noch gar nicht die Reichweite angesprochen, aber wir haben ja gesagt, es wird kein reines technisches Video. Die Reichweite ist angegeben hier. Angegeben mit 536 Kilometern, glaube ich. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt zum Kauf. Ne? Also ja. Diese Reichweite, dass wir halt nicht nur 100 Kilometer für kommen, so ein großes 300. Auto, so viel Reichweite. So genau, im Prinzip, also ne? 85 kW Batterie ist hier drin und dann kann man damit bis zu 500 Kilometer fahren. Das ist aber wieder eine Werksangabe. Ich denke mal, wenn wir 400 Kilometer damit kommen, dann wären wir schon sehr glücklich. Genau. Und tatsächlich, wie lange wir laden, wenn das komplett leer ist, haben wir noch nicht getestet. Wir haben das Auto jetzt seit ein paar Wochen und haben immer wieder zwischendurch auch geladen, weil es auch so, glaube ich, mal genau. In der Anleitung jetzt erstmal auch stand. Aber werden wir jetzt machen und dann blenden wir das unten ein. Noch zu der Ladesäule oder zu dieser Wallbox habe ich noch eine Frage hier übersehen. Wer kann denn so eine Ladebox überhaupt installieren? Brauchst du dafür einen Elektriker oder? Also in unserem Fall. Ich habe ja einen Mann als Elektriker, da entfällt natürlich für uns die Frage, aber für diejenigen, die das für die jetzt nicht einen Mann als Elektriker haben, die brauchen dann wahrscheinlich einen. Ne? Ja, ja, genau. Also am besten ist es ja so, dass man sich einen Elektriker holt, damit man auch die Förderung ja in Anspruch nehmen kann. Ne? Man hat eine Rechnung, dass einer die installiert hat, dass die auch wirklich 11 kW hat, dass die gefördert wird und dann ja, passt das. Dann wurde hier noch geschrieben, wie ist es mit dem Tanken, wenn man extern unterwegs ist in der Stadt und. Also wie ist es dann? Gibt es irgendwelche Apps, wo man die Tankstationen eine Übersicht hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Woher weiß ich denn, wenn ich jetzt nach Holland fahre, wo ich da wo ich da laden kann? Genau, also generell wird es hier im Auto angezeigt, wo Ladestationen gibt. Es gibt aber zum Beispiel von Aral eine App, wo man sich eine Karte von Aral holen kann und immer da, wo einen Ladepunkt gibt, dann auch laden und damit auch bezahlen. Ansonsten gibt es natürlich auch normale Ladestationen, die man mit einem Handy oder mit einer App bezahlen kann. Das haben wir aber zu wenig Erfahrung noch einfach. Genau, wir werden das jetzt einfach mal testen, wenn wir das nächste Mal irgendwo hinfahren, wo wir ein paar Kilometer mehr fahren. Dann werden wir euch natürlich mal mitnehmen und auch hier den ganzen Vorgang zeigen, ob wir dann Pausen einlegen mussten, wie lange wir geladen haben, ob man das dann irgendwie so verbinden kann mit den Kindern, dass man gerade dann Mittagessen macht, also Mittagspause macht oder ja, wie sich das überhaupt verhalten wird, werden wir alles dann hier berichten. Also auf jeden Fall ein Abo dalassen, falls ihr bis dahin noch nicht abonniert habt. So, und die letzte Frage, wie ist denn das Fahrgefühl? Kann man das überhaupt mit einem
Benziner, Dieselauto vergleichen. Ich würde sagen, wir würden losfahren und darüber ein bisschen quatschen. Also, es war so. Es war so. Genau, wo wir das Auto abholen wollten oder beziehungsweise abgeholt haben. Da hat uns der Verkäufer gesagt, wenn ihr das Auto gefahren habt oder beziehungsweise wenn ihr hier rausfährt, dann wollt ihr nie wieder ein anderes Auto fahren. Und dann habe ich auch so innerlich gedacht, hallo. Ich dachte mir, so typischer Verkäufer. Verkäuferspruch, wenn ihr euch hier reinsetzt, dann wollt ihr nichts anderes mehr fahren. Genau. Und das war irgendwie wirklich so die ersten Meter, wo ich gefahren habe, dann dachte ich, krass, was denn jetzt? Also wirklich so leicht, dass das Auto fühlt sich irgendwie ganz anders an. Ne? Also das ist irgendwie, die braucht nicht lange oder die tackert und nagelt nicht oder was weiß ich was. Das Auto ist sofort da, es ist halt präsent. Es ist wirklich sehr präsent, sehr stabil, sehr, also wirklich irgendwie ganz anders. Also man hat wirklich ein anderes Fahrgefühl. Ne? Ja, also so ein Freiheitsgefühl würde ich sagen. Wahrscheinlich, weil es halt auch so leicht ist. Also man denkt ja immer, so ein großes Auto, das ist irgendwie so schwer und schwergängig vom Gefühl. Also so ist das bei den, finde ich, bei so einem Diesel- oder Benziner-Auto, wenn man sich in so ein großes Auto reinsetzt, und es braucht ja immer irgendwie, bis es so, bis es kommt, so gesehen, ne? Und hier ist es einfach, es ist halt total leichtes Fahrgefühl, also wirklich, ich weiß nicht, total frei einfach. Genau, das sind halt unsere persönlichen Erfahrungen, ne? Der eine oder andere denkt es vielleicht anders, aber wir fühlen uns damit halt sehr wohl. Irgendwie sehr, sehr wohl. Und wirklich, man muss halt auch nichts überlegen, was man machen muss, also man muss auch nichts mehr schalten. Man hat, natürlich wird auch einem irgendwo das Autofahren so gesehen ein bisschen weggenommen, also wenn man jetzt so richtig, keine Ahnung, hier Gas geben möchte in den Kurven und irgendwie den Motor schreien hören möchte, das passiert halt natürlich hier nicht, ne? Dann ist man hier falsch. Obwohl man richtig gut Gas geben kann. Ne? Also Gas geben kann man hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr schnell, der Anton kann ja gleich mal. Das ist mega stabil halt auf der Straße. Das ist irgendwie ganz anders. Diesen SUV spürt man nicht. Also das ist wirklich wie so ein Go-Kart auf der Straße. Dadurch, dass die Batterien ja in der Mitte angeordnet sind, ist das wirklich ganz, ganz anders. Also wirklich, der Verkäufer hat wirklich recht gehabt. Wirklich, wirklich, wirklich. Ihr merkt, wir sind mega happy und so zufrieden. Wir werden schauen, wie sich das natürlich jetzt in der Zukunft entwickeln wird, wie das im Alltag sein wird. Noch eine Frage, die ich noch vergessen hatte zu erwähnen, uns hatte noch einer gefragt gehabt, ob hinten auch drei Kindersitze reinpassen würden. Also Kindersitze, kommt drauf an welche, wenn ihr größere Kinder habt, die schon diese Schale einfach nur haben, dann könntet ihr auf jeden Fall drei Kinder da reinkriegen. Wenn ihr jetzt aber Kategorie 2, glaube ich mal, nehmt, also wo diese großen Sitze sind, dann klappt es natürlich nicht, weil da sind nur zwei Isofix-Stationen und in der Mitte ist quasi noch Platz. Also man könnte jetzt jemand noch drin sitzen, aber jetzt nicht noch so ein riesengroßer, jetzt gibt der Anton ein bisschen Gas, nicht so ein riesengroßer Kindersitz, genau. Also von dem Cockpit her haben wir hier einen großen Display und einen kleinen Display. Von der Bedienung her ist es ziemlich, ziemlich einfach. Der Touchscreen lässt sich super bedienen, also wirklich sehr, sehr fein, wie beim Handy auch. Wenn man jetzt hier auf Laden zum Beispiel geht, kann man hier sogar einstellen, bis wann es laden soll. Und hier sieht man auch, maximal 80% ist empfohlen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Ganze dann noch sein wird. Und die ganzen anderen Sachen kann man hier einstellen. Das ist wirklich super, super gut gelöst. Ne? Wenn man das Auto mit dem Handy verbunden hat und zum Beispiel hier Android hat, dann hat man ja Android Auto. Kann man nutzen, sogar den Sprachassistenten von Google kann man hier nutzen. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und halt die Navigation. Hier sieht man auch, wie gut der reagiert. Ne? Also das ist wirklich hier sehr, sehr gut, das Ganze zu bedienen. Hier gibt es aber auch normale Navigation. Hier gibt es auch normale Navigation, ne? Genau. Also wenn man jetzt hier auf Home geht, dann kann man auch die ganz normale Navigation bedienen. Hoppla, so, genau. Ja. Das funktioniert alles ziemlich gut. Das ist nur ein ganz kleiner Einblick. Genau, ne? Ansonsten kann man hier auch ganz viele Spielereien machen. Das zeige ich mal. Und zwar können wir hier auf Ambientebeleuchtung zum Beispiel gehen. Deswegen ist das hier so schön pink, weil wir hier mit der Tochter ein bisschen rumgespielt haben. Dann kann man das hier auch einzeln einstellen. Also man kann hier Beleuchtung machen und sogar auch hier an den Türen sind kleine Details, die dann auch leuchten, zum Beispiel dann im Grün oder in Pink, wie in unserem Fall jetzt gerade eben. Also hier kann man das alles ganz individuell dann einstellen. Ansonsten haben wir natürlich noch Klima hier, Navi hatten wir schon erzählt,
und Radioeinstellungen, so die üblichen Sachen, die man so hat. Genau, wie gesagt, alle anderen Details könnt ihr ja auch, also hier könnt ihr zum Beispiel die Temperaturen festlegen, also alles schon sehr, sehr detailliert abgestimmt, wie das Klima sein soll hier innen drin. Hier Scheibenheizung automatisch, das müssen wir noch einstellen, genau. Das wollte ich letztens noch haben. Okay. Da einstellen. Ja, und dann haben wir hier halt nur ein paar Tasten. Ne? Alles andere wird halt über den Display geregelt. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Möchtest du ein bisschen Gas geben? Ich halte die Kamera. Also Leute, habt keine Angst vom Elektroauto. Das ist wirklich, zumindest bei diesem Auto ist das mega, mega spannend. Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Und daher keine Angst, so ein Auto sich zuzulegen. Oder leasen, je nachdem, was für euch die beste Option ist. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir konnten euch ein bisschen inspirieren und beziehungsweise auch ein paar Infos euch liefern, falls ihr jetzt auf der Suche seid nach einem E-Auto oder beziehungsweise jetzt vor der Entscheidung steht, ein normales Auto zulegen oder ein E-Auto. Lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Viele haben ja schon geschrieben, dass sie ein E-Auto fahren und das auch gar nicht mehr hergeben wollen. Viele von unserer Community haben mir bei Instagram auch schon geschrieben, dass sie aktuell auf der Suche nach einem Auto, E-Auto sind. Deswegen schreibt mir gerne in den Kommentaren, falls ihr noch Fragen habt, was ihr gerne wissen möchtet. Und falls ihr schon so ein E-Auto fährt, schreibt auch gerne eure Erfahrungen. Genau, oder was ihr euch wünscht. Vielleicht sollen wir doch auf diese ganzen technischen Details eingehen und mehr vom Auto filmen oder. Ne? Also da sind wir gerne offen. Wir arbeiten ja auch an immer neueren Formaten. So, und damit verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Roger, in Kambodscha. Wir haben es gerockt. Das Video wurde zweimal abgedreht.